10 Ratschläge, wie du deine Knochen stark und gesund hältst. Der Moment, in dem du deinen Kugelschreiber fallen lässt, dich bückst und nicht mehr ohne Mühe und ein Knackgeräusch hochkommst, kommt dir das bekannt vor? Falls nicht, dann kannst du dich glücklich schätzen. Aber es passiert vielen Menschen und du musst gut auf deine Knochen aufpassen, damit dir diese Situation in Zukunft nicht passiert. Glücklicherweise gibt es da ein paar Dinge, die du in deinen 20er und 30ern probieren kannst, damit deine Knochen in deinen 60ern noch gesund und flexibel sind. Gib einfach Acht, dass du alle deine bestehenden Probleme und Medikamente kennst und deinen Arzt vorher konsultierst. Bevor du rausfindest, wie du dich richtig um deine Knochen kümmerst, solltest du diese Möglichkeit nutzen, um unseren Channel zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten, damit du auch alle Updates erhältst. 10. Gib Acht, dass du genug Kalzium zu dir nimmst. Wenn du eine x-beliebige Person fragen würdest, wie man seine Knochen schützen kann, dann würden sie höchstwahrscheinlich Kalzium in ihrer Antwort erwähnen. Unsere Knochen enthalten 99,5% des gesamten Kalziums unseres Körpers, weshalb man, um die Osteoporose fernzuhalten, als erstes sichergehen muss, dass man genug dieses Nährstoffes zu sich nimmt. Wenn du zu den glücklichen Personen zählst, die nicht einmal wissen, was die Osteoporose überhaupt ist und wie weit verbreitet es ist, dann haben wir hier die Antworten auf beide Fragen für dich. Die Osteoporose ist ein gesundheitliches Problem, das deine Knochen brüchig und schwach macht. Es betrifft geschätzte 75 Millionen Menschen in Europa, den USA und Japan. Also ist die Osteoporose in der Tat super weit verbreitet. Jeden Tag verlässt wichtiges und ungeschätztes Kalzium deinen Körper durch deine Haut, Nägel, Haare, Schweiß, Urin und Exkremente. So klug und fortgeschritten dein Körper auch sein mag, so kann er dennoch nicht selbst Kalzium produzieren, weshalb er es aus der Nahrung aufnehmen muss. Wenn er nicht genug davon bekommt, dann beginnt er damit, das Kalzium aus deinen Knochen zu verbrauchen. Laut der amerikanischen Organisation The National Osteoporosis Foundation hängt die Menge von Kalzium, die man benötigt, sowohl vom Essen als auch von Ergänzungsmitteln, von deinem Geschlecht und Alter ab. Frauen im Alter von 50 und jünger brauchen täglich 1000 Milligramm. Frauen im Alter von 51 und älter brauchen täglich 1200 Milligramm. Männer im Alter von 70 und jünger brauchen 1000 Milligramm täglich. Diejenigen im Alter von 71 und älter brauchen 1200 Milligramm. Die beste Kalziumquelle sind Sardinen. 85 Gramm enthalten 325 Milligramm Kalzium. Dosenlachs, dieser gibt dir 180 Milligramm bei einer Menge von 85 Gramm. Sojabohnen, Tofu, Mandeln, Käse, Milch, Spinat und Orangensaft. 9. Vergiss Vitamin D nicht. Laut der amerikanischen Organisation The International Osteoporosis Foundation verursacht die Osteoporose mehr als 8,9 Millionen Brüche jährlich. Das heißt, dass ein osteoporotischer Bruch alle 3 Sekunden passiert. Im Falle, dass es für dich nicht besonders angenehm klingt, versuche mehr Vitamin D zu deiner Ernährung hinzuzufügen. Vitamin D ist einer der wichtigsten Mikronährstoffe in unserem Körper. Man nennt ihn auch das Sonnenscheinvitamin, weil es im Körper erzeugt wird, wenn wir dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Vitamin D wird an zahlreichen Prozessen einschließlich der Gehirnfunktion beteiligt. Es ist auch für gesunde Knochen und Zähne einfach notwendig, weil es hilft, Kalzium zu absorbieren. Selbst wenn du ausreichend Kalzium, aber nicht genug Vitamin D zu dir nimmst, dann besteht immer noch das Risiko der Osteoporose und Osteomalazie, Erweichung der Knochen, zu bekommen. Das amerikanische Nationale Gesundheitsinstitut, The National Institute of Health, empfehlen 15 mcg täglich, sowohl für Frauen als auch für Männer im Alter von 1 bis 70, wobei die Zeitspannen von Schwangerschaft und des Stillens eingeschlossen sind, und 20 mcg für ältere Menschen. Deine besten Vitamin-D-Quellen sind fettige Fische wie Thunfisch und Lachs, Milchprodukte, Müsli, Rindsleber, Käse und Eier. 8. Halte dein Normalgewicht. Eine strikte Diät wird dir dabei helfen, ein paar extra Kilos abzunehmen. Aber es ist keine gesunde Art, mit ihnen umzugehen. Noch wichtiger ist, dass das Abnehmen, besonders während der frühen postmenopausalen Zeit, deine Knochen dem Risiko einer niedrigen Knochenmasse und einem erhöhten Knochenschwund aussetzt. Andererseits kann aber auch Übergewicht als Risikofaktor angesehen werden, der zu Knochenfrakturen und Brüchen führt.
Das wurde von einer Gruppe von Wissenschaftlern bewiesen, die für die amerikanische Organisation American Society for Bone and Mineral Research arbeiten. Der beste Weg ist es, dein Normalgewicht zu halten, ohne in eine Achterbahn mit abrupten Hochs und Tiefs zu steigen. Mach niemals eine Crash-Diät oder eine Low-Calorie-Diät und versuche nicht allzu viel Gewicht zuzunehmen. Besonders nicht in kurzen Zeitspannen. Nimm einen gesunden Lebensstil an, entscheide dich für einen ausgewogenen Ernährungsplan und bleib körperlich aktiv. Manche Weisheiten werden nie alt. 7. Trainiere deine Knochen. Sobald wir 30 Jahre alt werden, fängt unser Körper an, stetig Knochenmasse zu verlieren. Damit deine Knochen so lange als möglich gesund bleiben, musst du sie mit körperlicher Betätigung fit halten. Unsere Knochen brauchen genauso Übung, wie es unsere Muskeln brauchen. Das Nationale Institut für Arthritis und Muskuloskeletal- und Hautkrankheiten empfiehlt körperliche Betätigungen wie Übungen unter Einsatz des eigenen Körpergewichts. Gewichtstraining, zügiges Wandern, Joggen und selbst Tanzen. Machst du einige dieser Übungen regelmäßig? Daumen hoch, falls ja. Gut gemacht! Konsultiere deinen Arzt, bevor du mit irgendeinem Programm anfängst und vergiss nicht, auf deinen Körper zu hören. 6. Hör mit dem Rauchen auf. Aktuelle Studien einer Gruppe von Wissenschaftlern des King's College London Dental Institute haben ergeben, dass Nikotin einen direkten negativen Einfluss auf die Knochendichte hat. Zudem verlängert das Rauchen den Heilungsprozess des Skeletts um 60% nach einer Fraktur oder einem Bruch. Falls du Raucher bist, dann ist das Erste und Beste, was du tun kannst, damit aufzuhören. Gesunde und starke Knochen zu haben, ist eine gute Motivation dafür, oder nicht? Falls du nicht sofort damit aufhören kannst, dann reduziere deine täglichen Nikotinmengen, bis du glaubst, dass du endgültig aufhören kannst. Nicht nur deine Knochen werden dir dafür dankbar sein, sondern dein ganzer Körper wird Vorteile daraus ziehen. 5. Achte auf deine Koffeinzufuhr. Falls du dir genau wie Millionen von Menschen weltweit einen Morgen ohne eine Tasse Kaffee nicht vorstellen kannst, dann solltest du wissen, dass es auch so etwas wie zu viel Koffein gibt, besonders für deine Knochen. Schwedische Wissenschaftler nehmen an, dass Koffein, insofern er in größeren Mengen zu sich genommen wird, für die Reduktion von Knochenmasse und erhöhten Frakturen verantwortlich ist, da es negative Auswirkungen auf die Kalziumaufnahme hat. Die Ärzte versichern, dass es für einen durchschnittlichen Erwachsenen sicher ist, bis zu 400 Milligramm Koffein am Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht 4 Tassen gebrautem Kaffee. Trinkst du also 4 Tassen oder weniger, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn du mehr trinkst, dann könnten deine Knochen darunter leiden. 4. Deine Knochen brauchen Omega-3. Zusammen mit gemäßigter körperlicher Betätigung wirken Omega-3-Fettsäuren bei deiner Körpermineraldichte Wunder. Sie fördern die Produktion der knochenformenden Zellen namens Osteoplasten. Außerdem können mehrfach ungesättigte Fettsäuren dabei helfen, Gelenkschmerzen durch die Osteoporose und rheumatische Arthritis zu mindern. Laut dem Nationalen Gesundheitsinstitut National Institute of Health braucht ein durchschnittlicher erwachsener Mann 1,6 Gramm und eine durchschnittliche erwachsene Frau benötigt 1,1 Gramm Omega-3 am Tag. Du bekommst Omega-3-Fettsäuren von fettigen Fisch wie Makrelen, Meeresfrüchten, Walnüssen und Chiasamen. 3. Ziehe eine Kollagenergänzung in Betracht. Wusstest du, dass deine organische Knochenmasse zu 90% aus Kollagen besteht? Sobald du älter wirst, wird neben dem Verlust an Knochendichte auch dein Kollagenhalt deutlich reduziert, was schlussendlich zu brüchigen Knochen und Brüchen führen kann. Um Kollagen auf natürliche Weise zu erhalten, solltest du Fisch, Gelatine, Zitrusfrüchte, Knochenbrühe, Eier, Kürbiskerne und Paprika in deiner Ernährung aufnehmen. Da es sehr schwer ist, das notwendige Kollagen aus diesen Produkten zu bekommen, könntest du vielleicht auch Ergänzungsmittel ausprobieren. Befolge immer die Richtlinien zu den Mengen. Bevor du ein Ergänzungsmittel ausprobierst, solltest du deinen Arzt aufsuchen. 2. Konsumiere ausreichend Proteine. Zahlreiche Studien haben ergeben, dass die Proteinzufuhr direkt mit einem höheren Knochendichteindex in Zusammenhang gebracht werden kann. Kalzium und Proteine arbeiten in der Tat zusammen, um deine Knochengesundheit zu erhalten. Proteine sind Bestandteile deines Fleischs auf den Knochen, weshalb es auch keine Überraschung ist, dass es Athleten in großen Mengen zu sich nehmen, um Muskeln aufzubauen.
Falls du aber kein Fitnessguru werden willst, dann solltest du einfach nur ausreichend Proteine zu dir nehmen. Der Blog der Harvard Medical School empfiehlt, die ideale Menge zu berechnen, indem du dein Gewicht in Kilogramm mit 0,36 multiplizierst. Bevor du eine Diät mit hohem Protein machst, solltest du deinen Arzt konsultieren, da es da auch so etwas wie zu viel Kalzium gibt und das kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Proteinquellen sind Meeresfrüchte, helles Geflügelfleisch, Milch, Käse, Eier und Bohnen. 1. Begrenze deine Salzzufuhr. Japanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass eine übermäßige Natriumzufuhr die Gesundheit deiner Knochen aufs Spiel setzt. Die meisten von uns nehmen das Salz vom gewöhnlichen Tischsalz auf, was schlecht ist, da Salz einen Verlust von Kalzium verursacht. Es kann schlussendlich zu brüchigen Knochen führen. Um die Osteoporose also zu vermeiden, solltest du deine Ernährung überdenken und besonders deine Salzzufuhr. Die amerikanische Organisation The American Heart Association empfiehlt, nicht mehr als 2300 Milligramm Salz pro Tag zu sich zu nehmen. Und als ideale Grenze wären es 1500 Milligramm pro Tag für die meisten Erwachsenen. Bonus. Jetzt, wo du weißt, wie du deinem Körper dabei helfen kannst, die Knochen länger stark zu halten, haben wir uns gedacht, es könnte nützlich sein, ein paar Faktoren zu wissen, die dein Risiko zu erkranken erhöhen. Leider kannst du sie nicht beeinflussen. Geschlecht. In Studien wurde gezeigt, dass Frauen im Alter von 50 Jahren und älter eine 4-mal höhere Rate an der Osteoporose zeigen als Männer im selben Alter. Wir fangen damit an, Knochenmasse zu verlieren, wenn wir 30 werden. Alter. Wir verlieren, sobald wir 30 werden, Knochenmasse. Auch wenn es ein fortdauernder Prozess ist, der Zeit braucht, so ist es wahrscheinlich die beste Zeit, um endlich damit zu beginnen, einen gesunden Lebensstil zu führen und die Wichtigkeit der regelmäßigen körperlichen Betätigung zu erkennen. Familiengeschichte. Leider ist es so, wenn einer deiner Eltern mit Osteoporose diagnostiziert wurde, heißt es, dass du auch genetisch veranlagt bist, die Krankheit zu bekommen. Ethnie. Laut Informationen der International Osteoporosis Foundation sind asiatische und kaukasische Frauen einem höheren Risiko ausgesetzt, Osteoporose zu bekommen, als Frauen anderer ethnischer Herkunft. Falls du in eine dieser Risikogruppen fällst, solltest du deine Knochengesundheit noch ernster nehmen. Stimmst du uns zu, dass es nie zu früh ist, sich um seine eigenen Knochen zu kümmern? Oder denkst du, dass es eine Sorge für ältere Menschen sein sollte? Sag es uns unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und abonniere unseren Channel, damit du immer auf der Sonnenseite des Lebens bist.